So, da bin ich wieder, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Es ist momentan 3:2 und da gibt es eine schwere Situation. So, ja, kein Abhau. So, wie gesagt, es ist 3:2 für SVG. Momentan hat er in den 61. Minute einen Elfmeter für SVG hier gegeben hat. Und in der Minute 72 hat Northeim verkürzt auf 3:2. So, jetzt hier zur Mitte, so dass wir besseren Blick haben. Und ja, seit der 66. Minute ist Ali Ismael dabei für Daube. So, jetzt werde ich ein bisschen zoomen hier. Sie sehen diesen wunderschönen Tag heute hier. Ecke, nochmal Ecke. Jetzt hier eine kleine Diskussion so. Trainer und von Northeim und auch Co-Trainer. Linienrichter. Weiter, weiter!
Also, für die, die später sich eingeschaltet haben, das ist der 3:2 für SVG. Das sind schon die letzten Minuten, die hier gespielt werden. Es war auch immer das Spannende, ne? Wow, Wahnsinn, was da passiert ist. So, jetzt bekommt die gelbe Karte der Trainer von SVG. So eine gelbe Karte hier für Nummer 6 von Northheim. Mann! Doch lächerlich, Mann! Du darfst doch einmal in Emotionen mal was sagen. Lächerlich. Kartenverteiler hier. Mann. Hier muss ich fertig Relota, Tomislav, wir gleich kommen mit der Nummer 5. Hoch, Ali!
gut. Alter, Nico, bring einmal doch den Ball rein. Warum immer wieder ab? Gut so. Gut, Nico. Nico wirft selber. Mati, Mati, Janis, Janis. Luca, komm her, komm her. So, so lange gesogert da mit dem das Ausführen von diesem Ball, die hinausgegangen war. Amino, Sechser rauf! Und unser Ball ist VG! Nicht zu tief, nicht zu tief! Tommy, nicht zu tief! Druck drauf, Druck drauf! Schieber! Bleib, 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 bleib! Bleib drauf, bleib drauf! Und kommt der rüber, kommt der rüber! Du, du! Lauf nach, Luca, lauf nach! Luca, Luca, lauf, Luca! Linie zu, Linie zu! Hey, guck mal, du raus hinter dir! So, letzte 4 Minuten von dieser spannenden Partie hier. Es war geführt 3:2 gegen Eintracht Northeim. So, da haben Sie gesehen, hier der Co-Trainer von Northeim, lange Protesten, hat die gelbe Karte bekommen. Ecke, eine Ecke hier und das wird auch protestiert
von Seite von den Nordheimer. Und war so deutlich. So, anhand von der Proteste von der anderen Seite kann ich auch gut nachvollziehen, dass die Zuschauer, die Sie da im Hintergrund sehen, aus Nordheim kommen. Also ganz schön viele auch in der Anzahl. Sie müssen jetzt nur so eine Minute, maximal zwei Minuten noch zu spielen sein. Mit der Nummer 19 Kopp kommt jetzt rein von Florian, für Florian. Evers mit der Nummer 22 kommt raus. Und jetzt ist vorbei. Es ist vorbei, yes, es ist vorbei, yes. SVG hat hier diese Partie mit 3-2 gewonnen. Wir jetzt wird eine Pressekonferenz auch stattfinden. Das werde ich auch da auch erleben. So, gucken Sie mal diese schöne Landschaft da im Hintergrund. Sieht so wie Herbst. Also doch, Spätherbst. So, da ist er, jemand, der sehr aufgefragt ist. So, jetzt gehen wir da zu den
Pressekonferenz gleich. Dennis, vielleicht dein Fazit bitte über das Spiel? Wir sind zufrieden. Also wir haben es unnötig spannend gemacht, finde ich, weil wir eigentlich nach dem 3-1 so ein bisschen diese Angst vorm Erfolg. Ne? Dann lassen wir uns zu weit hinten reindrücken, anstatt mutig weiter nach vorne zu spielen. Wir haben vorletzte Woche auch so eine Situation gehabt, wo wir 1-0 führen und uns auch hinten reindrücken lassen und dann noch das 1-1 kriegen. Ein bisschen ähnlich war es heute, aber Gott sei Dank mit glücklicherem Ausgang. Dementsprechend zufrieden. Schön. Danke. So, dann gleich jetzt diese Pressekonferenz hier mit dem Trainer. Deine Eindrücke für das Spiel und das Spiel? Ach, nee, jetzt nicht bitte. Tut mir leid. Okay, danke. So, gleich schalte ich mich wieder live, wenn wir diese Pressekonferenz auch hier stattfindet. Bis gleich.